Tag zusammen. Ich heiße Christiane Hoffmann und bin seit 25 Jahren Kirchenmusikerin in Engelskirchen. Hier in St. Peter und Paul habe ich die wunderschöne Breilorgel. Sie wurde 1951 erbaut, zunächst hinten oben in unserer Kirche und nach 1970 dann hier unten. Die Orgel hat 32 Register, das ist schon recht viel. Drei Manuale, das heißt, ich kann viele Klänge gleichzeitig einstellen und auch umstellen. Ich habe da Knöpfe, wo ich mit den Händen alles umstellen kann. Und ich habe auch Knöpfe, wo ich dasselbe mit den Füßen machen kann und habe jeweils dann ganz schnell eine andere Klangfarbe. Das Besondere an dieser Orgel sind Dinge wie zum Beispiel unser Schwellwerk. Wenn ich hier unten tatsächlich wie ein Autopedal habe, dann geht da eine Klappe auf. Mit der kann ich den Ton langsam lauter und leiser werden lassen. Das ist also sehr schön bei romantischen Stücken. Das zweite ist, dass die Orgel einen Tremulanten hat. Das heißt, wenn ich einen Ton drücke, dann steht der Ton nicht fest, sondern der vibriert. Ich mache es einmal vor. Man hört also, dass der Ton schwingt. Auch das werden wir gleich beim ersten Lied hören. Was vielleicht noch interessant ist für Sie, könnte ich mir denken, wenn Sie schätzen, wie viele Pfeifen hat so eine Orgel. Das sind tatsächlich 2010 Pfeifen. Die kann man natürlich gar nicht alle sehen. Die sind versteckt. Wenn man das aufklappt, sieht man das so ein bisschen, dass die da drinnen sind. Und unsere längste Pfeife ist 2,80 Meter lang und die kleinste 1 Zentimeter. Das ist so der Umfang einer Orgel.